Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz. Ich praktiziere Yoga seit 10 Jahren und unterrichte seit ungefähr 7 Jahren. Ich habe gestern von einem meiner Kollegen die Frage gestellt bekommen, wie man denn seine Wurzelchakra stärken kann. Und dazu habe ich für euch heute 3 Asanas, 3 Übungen vorbereitet. Zuerst besprechen wir auch noch ganz kurz, was die Muladhara Chakra ist, wofür sie da ist und was sind ja ihre Aspekte bzw. Eigenschaften und ja, ihr Element. Das Wurzelchakra befindet sich auf unserem zentralen Energiekanal, auf der Sushumna, im Bereich des Steißbeins, praktisch unterer Beckenboden, und das Steißbein hat die rote Farbe und soll die Verbindung zur Erde darstellen. Und hier ist auch schon der erste Aspekt dieser Chakra. Es ist praktisch ein Teil unserer Erdung, ein Teil unseres Bezugs zu der Erde. Und man muss verstehen, wenn sie dann blockiert ist, wenn man durch das Wurzelchakra nicht genug geerdet ist, kann man auch jede Menge sehr gute Ideen haben, sehr gute Absichten haben, aber man kann sie nicht verwirklichen. Ich erzähle das immer wieder in meinen Videos, um etwas in die Tat umzusetzen, braucht man nicht nur die Idee, also die Idee wäre dann die helle Energie des Universums, die dann von oben kommt, von der Sonne und vom Zentrum der Galaxie, und man braucht die dunkle Energie der Erde, die man praktisch aus dem Erdmittelpunkt schöpft und nimmt. Das wäre auch unsere rohe Kraft, beziehungsweise auch die rohe Gewalt, kann man dazu sagen, im positiven Sinne. Und wenn eins dieser Aspekte fehlt, wenn man diese Idee praktisch nicht hat oder wenn man diese Kraft der Umsetzung nicht hat, kann man nichts verwirklichen. Deshalb ist es sehr wichtig, auch diesen Bezug nach unten zu haben und die Energiekanäle nach unten auch in einem guten Zustand zu halten. Wenn man Beispiele aus dem Alltag nimmt, weil Yoga ist ja nicht nur, oder Yoga passiert nicht nur bei Menschen, die halt Yoga praktizieren, sondern das, beziehungsweise auch die Esoterik, es ist überall um uns herum, also es ist fast in jeder Handlung und bei allen Menschen, nur die meisten verstehen es nicht, die verstehen diese Hintergründe nicht, und durch meine Erkenntnisse oder Kenntnisse der Esoterik verstehe ich die Welt viel, viel besser, indem ich bestimmte Gesetzesmäßigkeiten nachvollziehen kann. Eine sehr starke Muladhara Chakra haben demnach, MMA-Kämpfer oder irgendwelche Hooligans oder generell Kampfsportler oder Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Allerdings ist bei denen oder bei den meisten bei denen das geistige Potenzial oder das spirituelle Potenzial sehr, sehr schwach. Dann gibt es auch wiederum Leute, die sich sehr ausgiebig mit Esoterik beschäftigen, auch mit Yoga, mit Schamanismus oder sonstigen Sachen. Bei denen ist das geistig-spirituelle Potenzial sehr, sehr groß und stark, aber die materielle Ebene ist nicht, durchgearbeitet und durchpraktiziert, so dass sie sich schwer verwirklichen können. Sie haben materielle, finanzielle Probleme, die haben vielleicht auch irgendwo Probleme mit ihrer körperlichen Kraft, mit der körperlichen Gesundheit, weil der Körper nach einer gewissen Zeit, wenn man sich zu sehr ins Esoterische bewegt, beginnt der Körper nach und nach zu schwächeln und auseinanderzufallen, also Probleme zu bilden. Deshalb muss man das in einem gewissen Gleichgewicht betrachten und den Körper sowohl auch den Geist trainieren. Für das körperliche Training haben wir das klassische Hatha Yoga, welches wir in der Yogaschule unterrichten, was ich auch jedem von euch empfehlen würde, dass man wöchentlich so seine 2-3 Einheiten Hatha-Yoga hat, dass man den Körper, die Gelenke stärkt, die Muskulatur stärkt. Wenn der Körper schwach ist, das solltet ihr auch alle verstehen, kann man wenig Energie durch den Körper leiten. Das ist auch der Grund, warum die Gründer von esoterischen Schulen, von Yogaschulen und so weiter, die sehr viele Nachfolger haben, auch körperliche Schwierigkeiten oder körperliche Probleme entwickeln mit der Zeit, weil sie müssen praktisch die Energie für ihre Schüler durch ihren eigenen Körper durchleiten,
Und wenn man den Körper mit einem Kabel vergleicht, es gibt dünne Kabel, vielleicht für 12 Volt und so weiter, dann gibt es dickere Kabel und Hochspannungskabel, die sehr viel Energie durchleiten können. Und so ähnlich ist es mit dem Körper. Also man kann keine 220 Volt durch ein 12-Volt-Kabel durchleiten. Und deshalb ist die physische Stärkung des Körpers unabdingbar und wie gesagt sehr, sehr wichtig und wird noch wichtiger, je weiter man sich praktisch in dieser, ich sag mal auch so, spirituellen Hierarchie befindet, wegen diesen Energien, die dann einen ja sogar schaden können, obwohl es eigentlich positive Energien sind, aber in einem sehr großen Umfang durch den Körper geleitet werden. Und von Heiligen, von Buddha Shakyamuni und sogar von Jesus Christus gibt es auch Hinweise darauf, Abbildungen darauf, dass es sehr große, sehr starke Männer waren, breitschultrig. Und dieses fast weibliche Abbild von Jesus, welches wir überall sehen, das stimmt tatsächlich so nicht, wie wir es kennen. Also er war ja auch in seiner Jugend und als er ein junger Mann war, Zimmerer und hat ja auch riesen Balken schleppen müssen und irgendwo aufstellen müssen. Also er war jetzt nicht so ein weibliches, zierliches Geschöpf, wie man ihn ab und zu mal darstellt. Okay, zum Muladhara Chakra zurück. Wie ich das schon erwähnt habe, wäre das beste Training für das Muladhara Chakra Muskeltraining, wenn man ins Fitnessstudio geht, wenn man Kampfsport betreibt. Aber auch im Yoga haben wir sehr, sehr viele ja, muskelaufbauende Aspekte, sehr viele kräftigende Aspekte. Dazu komme ich auch. Allerdings, wer von euch meditativ sehr gut arbeiten kann, hier ein Talent hat, sich ja, lange und qualitativ gut auf eine Sache zu konzentrieren, da habe ich auch zwei gute Positionen heute, mit denen ihr das Muladhara Chakra stärken könnt. Noch eine kurze Anmerkung: Ihr müsst verstehen, dass wir nicht nur die sieben Chakren haben, die man aus dem klassischen Yoga kennt, aus der klassischen Esoterik kennt. Es gibt, wenn man jetzt die Erdung betrachtet, Chakren, die sich auch weiter unten befinden, also Hüftgelenke, Knie, Sprunggelenke und Fußsohlen. Und tatsächlich, was ich von der Realisation erzählt habe, um eine Idee zu realisieren, zu verwirklichen, da muss man auch durch die Fußsohlen sich mit der Erde verbinden können. Aber leider sind sehr viele Systeme auf der Erde, die zum größten Teil auch esoterisch und parapsychologisch arbeiten, die wollen ja nicht, dass sich alle verwirklichen, sondern die wollen, dass nur die sich auf irgendeine Art und Weise verwirklichen. Deshalb also schaffen diese Systeme so, dass bei den meisten Menschen also diese Erdung gar nicht vorhanden ist, beziehungsweise energetisch immer wieder gekappt. Man muss sprichwörtlich eine Idee immer erden, damit man sie überhaupt verwirklichen kann. Und wenn diese Chakren nicht funktionieren, wenn man nicht geerdet ist, kann man auch die besten Ideen haben, aber man schafft es nicht, dies in die Tat umzusetzen. Dafür gibt es aber auch meditative, esoterische Techniken, wie man praktisch diese geschlossenen Kanäle oder wie man diese Blockaden durchbrechen kann. Heute in diesem Video möchten wir alleine auf die Muladhara Chakra mit drauf eingehen. Die erste Übung, die ich für euch vorbereitet habe, ist praktisch aus dem klassischen Hatha Yoga und heißt Krieger auf Deutsch, auf Sanskrit Virabhadrasana. Und weil ich ja am Anfang schon darüber gesprochen habe, dass Menschen, die mit ihrem Kraftpotenzial arbeiten, Bodybuilder, Kampfsportler, irgendwelche Polizei oder Spezialeinheiten, bei denen, weil sie ja auch sehr viel und sehr oft trainieren, ist das Muladhara Chakra sehr gut ausgeprägt und sehr aktiv. Und das Virabhadrasana oder der Krieger schließt er irgendwo an und baut bei uns ebenfalls diese ja, kriegerischen Aspekte auf, in der Hinsicht, dass wir selbstbewusster sind, dass wir selbstbewusster nach außen treten, dass wir keine Angst haben, etwas umzusetzen, uns zu behaupten in dieser Welt. Und diese Asana könnt ihr in euer tägliches Yoga einbauen, praktisch in eine volle Sequenz einbauen, oder ihr könnt sie aber auch alleine ausführen, dass ihr praktisch nur diese eine Asana macht. Was die Vorbereitung angeht, habe ich ein anderes gutes Video, das werde ich euch hier verlinken, wie ihr zu Hause Yoga trainieren sollt, also auf was ihr da alles achten müsst. Wenn ihr das alles berücksichtigt,
wird auch das Yoga zu Hause sehr erfolgreich sein bei euch. Okay, gut, dann zu der Kriegerpose. Ich werde sie leicht schräg zeigen, damit sie auch besser sichtbar ist. Also man macht praktisch einen großen Ausfallschritt, entweder mit dem linken oder mit dem rechten Knie nach vorne. Das andere Bein, welches nach hinten zeigt, ist hier durchgestreckt. Also man kann mit der Ferse auch ein bisschen zurückstrecken. Oberkörper nach vorne gedreht und beide Arme nach außen. Okay? Die Handflächen sind auf einer Linie mit den Schultern. Der Kopf ist senkrecht, der Bauch fällt nicht nach vorne, sondern der Oberkörper ist auch senkrecht. Brustkorb weiterhin öffnen. Beinmuskulatur, also hier, dass man die Hüftgelenke öffnet, dass man das Becken öffnet und das Becken aktiviert. Die Beine bilden unten eine feste Basis. Und der Oberkörper hier, so also praktisch auf diese Basis, wie so ein Aufbau drauf, fest und stabil. Die Daumen in der Faust, das ist die Mushti Mudra, die symbolisiert auch Kraft und Stärke. Kopf senkrecht. Langsames Ein- und langsames Ausatmen. Hier wird gleichzeitig auch das Gleichgewichtssinn trainiert. Möglichst weit nach vorne, irgendeinen Punkt fixieren, vorne an der Wand oder durch das Fenster raus oder wenn man draußen praktiziert, irgendwo weit am Horizont. Den Körper kräftig und fest vorstellen, aber nicht starr, also so eine starke Flexibilität, praktisch Beweglichkeit. Und man kann dann in dieser Position 5 bis sogar 10 Minuten stehen. Natürlich dann auch mit dem Wechsel praktisch dasselbe mit dem anderen Bein voran. Hinten ist in dieser Variante die Ferse nach oben, also die ist jetzt nicht abgesetzt und die Arme dann wiederum nach links, rechts ausgestreckt. Kinn ist hier gerade. Okay? Das ist der Krieger. Wie gesagt, aber am besten mit Aufwärmübungen davor, mit Entspannungsübungen danach, in einen kompletten, vollständigen Hatha-Yoga-Komplex. Dann für Leute mit viel Meditationserfahrung unter euch, für Leute, die sehr spirituell sind und einen gewissen Aspekt oder einen gewissen Gedanken sehr lange halten können, gibt es folgende meditative Varianten für die Stärkung der Muladhara-Chakra. Ihr verbindet dazu hier die Fußsohlen und zieht die Fußsohlen so nah wie es geht zum unteren Mittelpunkt des Beckens praktisch. Okay? Da setzt auch eine gewisse Beweglichkeit voraus. Dann öffnet sie die Fußsohlen so ähnlich wie ein Buch, zieht sie vielleicht noch einmal heran, so dass die Knie dann am Boden runterkommen. Und die Hände sind dann offen. Die Hände können diese Abwärtsbewegung in den Knien noch ein bisschen unterstützen, also ein bisschen runterdrücken. Und die Zeigefinger und Daumen jeweils verbinden für die Jnana Mudra. Also diese Haltung der Finger, die Haltung der Hand heißt Mudra. Und diese spezielle Verbindung, wo der Zeigefinger den Daumen berührt, heißt Jnana Mudra. Also die Mudra des Wissens. Und hier konzentriert ihr euch auf den Beckenboden und man spürt, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dass es warm wird im Bereich vom Steißbein, dass man so die Energie dort in der Muladhara Chakra aktiviert. Und zusätzlich könnt ihr euch vorstellen, dass ihr die Energie aus dem Erdboden aufnimmt und sie durch eure Körpermitte, durch den Körper leitet. Also wir arbeiten praktisch im Hatha Yoga und den anderen Kampfsportsystemen, die tatsächlich ganzheitlich arbeiten mit beiden Energieströmen, den Aufwärtsstrom von der Erde zum Himmel und mit dem Abwärtsstrom vom Himmel zur Erde. Und diese beiden Ströme harmonisiert man dann durch gewisse Praktiken in seinem eigenen Körper. Das ist die Muladhara Mudra, also praktisch eine Mudra, eine Körperhaltung aus dem klassischen Hatha Yoga.
Und in dieser Position sollte man auch dann 5 bis 10 Minuten sitzen, wenn es geht, auch länger. Also je länger, desto besser. Eine ruhige, langsame Atmung. Vielleicht sogar die rote Farbe der Muladhara Chakra visualisieren. Im Bereich des Beckens, Beckenbodens und des Steißbeins. Eine Öffnung im Chakra nach unten Richtung Erde und das Aufnehmen der Energie der Erde. Die Erde ist ja beständig, stabil, geduldig. Und wenn die Muladhara Chakra gut arbeitet, bekommt man auch alle diese Eigenschaften mit. Und wenn das Muladhara Chakra dann wiederum nicht harmonisiert ist, neigt der Mensch irgendwie aggressiv zu sein, gewalttätig zu sein und so weiter. Das sind alles positive und negative Aspekte dieser einen Energie. Also sie ist entweder im Gleichgewicht, dann hat man positive Eigenschaften, oder die Chakra ist im Ungleichgewicht, hat gewisse Blockaden, dann kommen dann ja negative Tendenzen dann an die Oberfläche im Verhalten des Menschen. Und die Empfindung des Körpers bzw. die Körperwahrnehmung sollte man auch im Yoga sehr gut einüben, dass man spürt, was im Körper vorgeht, also welche Energien sich wohin bewegen, dass man zumindest eine gewisse Wärme spürt. Man kann also sehr, sehr subtil sein, also kaum spürbar sein. Deshalb ist eine gute Konzentration auch so die Voraussetzung, dass man das auch gut wahrnehmen kann, beziehungsweise auch in diesem gewissen Punkt wahrnehmen kann, auf den man sich konzentriert. Okay, das ist die eine Variante. Die zweite Variante aus der Siddhasana, also das wäre die Asana, wenn man beide Ferse praktisch in der Mitte hält. Oder wer von euch den Lotus sitzt, kann auch in der Padmasana möglich. Okay, also beide setzen auch diese gewisse Beweglichkeit voraus, die wir im Hatha Yoga durch verschiedenste Übungen und Asanas antrainieren. Okay, hier wieder gerade Oberkörperhaltung. Das ist praktisch jetzt die dritte Form oder die dritte Übung, die ich euch heute empfehle. Beide Arme ausgestreckt nach vorne offen. Daumen in die Handflächen und Fäuste zu. Und hier passiert auch eine sehr intensive Erdung. Man stellt den Körper auch wieder wie eine Glocke vor, eine Pyramide, die von unten die Kraft Erde akkumuliert, in sich sammelt. Hier ist weniger der Aspekt der Muladhara Chakra, sondern mehr der ganzkörperliche Aspekt der Erde. Weil wir, naja, grob gesagt, aus esoterischer Sicht zur Hälfte aus Licht bestehen und zur Hälfte aus dunkler Materie. Und wenn das Licht in die Materie hineintritt und die Materie belebt, entsteht Leben. Und jeder von uns besteht praktisch aus Elementen, aus Mineralien, aus Atomen und Molekülen, die praktisch uns die Erde zum Leben gibt. Das ist halt diese Materie oder diese dunkle Seite. Und zur anderen Seite bestehen wir aus dem Geist, der praktisch unsere Seele, unsere Energien, die in dem Körper leben, die diese Materie belieben. Also es sind beide Aspekte, wie gesagt, sehr wichtig. Bloß ist es leider so, dass viele Menschen entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen oder sich in die eine oder andere entwickeln, beziehungsweise sich nur mit den unteren, mit den dunklen Energien verbinden oder nur mit den hellen, mit den himmlischen Energien verbinden, aber den zweiten Aspekt irgendwie außer Acht lassen. Wie gesagt, das sollte man harmonisieren und beide Energien, die dunkle und die helle in sich 50 zu 50 tragen und beide realisieren können.
Okay, wieder zurück. Also hier in dieser Position, da könnt ihr auch meditieren, euch auf etwas, was euch erdet, einstellen. Vielleicht irgendwie auf eine Gebirgskette oder auf einen Felsen oder darauf, dass ihr in einer Höhle irgendwo in den Bergen sitzt und meditiert und praktisch von ja, Mineralien, vom Erdreich oder vom Gestein umgeben seid. Dass wir so eine gute zusätzliche Einstellung meditativ auf die Arbeit des Körpers. Der Körper beginnt sowieso, also indem man eine gewisse Pose oder Asana einnimmt, beginnt diese Asana schon zu arbeiten. Aber um das auch ein bisschen zu beschleunigen, effektiver zu machen, stellt man sich auch gewisse Sachen vor oder meditiert dann auf gewisse Sachen, Energien oder Gegenstände. Wenn der Kopf nicht bei der Sache ist, dann ist es praktisch nicht unbedingt effektiv, das Ganze. Eine langsame, ruhige Atmung und aufrechte, gerade Körper. Das wäre auch sehr wichtig. Okay, diese drei Formen bzw. drei Übungen würde ich euch heute empfehlen. Natürlich gibt es auch andere Einheiten, Übungen, Maßnahmen, wie man sich erdet. Zum Beispiel barfuß laufen, es sei denn, die Erde ist warm. Ansonsten kann man sich schnell und leicht unterkühlen bzw. die Nieren mögen es nicht, wenn man kalte Füße hat, und man kann auch so nach und nach den Nieren schädigen, wenn man ständig und nur barfuß rumläuft. Das merkt man in den jungen Jahren vielleicht nicht, aber mit dem Alter wird es dann deutlicher, was man dem Körper als richtig oder falsch hinzugefügt hat. Achtet auf euch, achtet auf eure Gesundheit, praktiziert Yoga. Wer mehr Fragen, mehr Interesse hat, ihr dürft uns immer gerne anschreiben, vielleicht in den Kommentaren, beziehungsweise unsere Homepage auch besuchen, www.yogaschule-minz.de. Da findet ihr auch interessante Berichte, interessante Informationen und selbstverständlich unser YouTube-Kanal, auf dem wir auch sehr viele Videos auf Deutsch, einige sogar auf Russisch haben für euch vorbereitet, zum kostenlosen Anschauen, zum kostenlosen Mittrainieren, Mitüben. Also wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Versucht es so gut wie ihr könnt umzusetzen, so oft wie ihr könnt zu praktizieren, damit alles seinen Erfolg hat und damit alles seinen Sinn hat. Dankeschön, euer Eugen Minz.